Ja, welcome back nach der Mittagspause zu unserem Nachmittags-QGIS-Blog mit prominenter Besetzung. Wir begrüßen Marco Bernasocchi von der Firma OpenGIS.ch aus der Schweiz. Er wird uns berichten über QField, da gibt es spannende Entwicklungen. Marco ist natürlich ein Kenner des QGIS-Projektes, er ist im PSC, in dem Project Steering Committee und ist auch der Chair, also der Vorsitzende von QGIS.org und kennt natürlich das Projekt in- und auswendig. Deine Bühne bitte. Danke vielmals. Heute habe ich einen sehr schwierigen Auftrag, weil ich habe mir vorgenommen, dass ich euch zeige, was im letzten Jahr in QField passiert ist. Und dann habe ich den Changelog angeschaut und dann habe ich Panik bekommen. Und dann habe ich mir entschieden, ich nehme alles rein und zeige aber nur ein paar Sachen davon mit Bildern und so weiter, weil ihr werdet sehen, es ist extrem viel passiert. Vielleicht noch kurz, wie Stefan gesagt hat, ich leite OpenGIS.ch, eine Firma in der Schweiz, die alles rund um QGIS, QField Entwicklung macht. Wir haben selber 5 Kernentwickler in QGIS und sind eigentlich die zweite Firma, die am meisten in QGIS macht. Heute geht es aber um QField und ich habe eben nachgeschaut, im Titel steht zwar QField 3, aber ich habe auch geschrieben, was im letzten Jahr passiert ist, und im letzten Jahr waren wir noch bei QField 2.7 und in QField 2.7 ist eben schon recht viel passiert. Bis dahin konnten wir Fotos machen, das war was wir sehr, sehr schnell im QField schon hatten. Was wir aber neu gemacht haben, ist, dass man jetzt auch Videos einfügen kann, Audioaufnahmen einfügen kann, Attachments, PDFs und so weiter. Das Ganze alles sehr, sehr einfach und sehr gut integriert. Den ganzen Arbeit, den wir hier für QField gemacht haben, ist schlussendlich zurück in QGIS gegangen. Wir machen sehr oft so, dass wenn wir Sachen in QField brauchen, aber merken, dass das eigentlich QGIS nützlich wäre, dann bauen wir in QGIS, damit es wieder in QField kommt. Also QField ist eigentlich ein QGIS im Hintergrund, einfach mit einer einfachen, mobile, freundlichen Interface da vorne. Und das macht natürlich, dass QField extrem viel voranpusht, auch in QGIS. das wäre mal nur der erste Stück von 2.7. Ich fokus mal auf was Kleines hier. Wir haben eine Kamera, also man kann entweder die native Kamera, die vom Android oder von iOS gegeben wird, oder man kann eine interne Kamera, die wir in QField geschrieben haben. Wenn man die verwendet, bekommen wir auch GPS-Metadaten. Das heißt, wir können die Fotos selber nicht nur georeferenzieren durch den Punkt, den wir speichern, sondern wirklich in den EXIF-Metadaten auch reinschreiben, wo die Foto jetzt wirklich aufgenommen wurde, in welche Richtung die Foto aufgenommen wurde, mit welcher fokalen Länge und so weiter und so fort. Ihr seht extrem viele Sachen noch. Map Canvas Rotation, Dark Theme für die, die das gerne haben. Und was auch noch nach nicht viel tönt, aber recht spannend ist, ist die Möglichkeit, einen Datensatz über einen URL zu öffnen. Das heißt, jemand schickt euch einen Telegram, einen WhatsApp, einen Signal mit einem Link zu einem Shapefile. Ihr klickt drauf und QField öffnet das für euch mit einer OpenStreetMap-Karte im Hintergrund. Einfach mal so schnell für ein Geodatenvisualisieren. Wirklich recht cool. Später ist 2.8 gekommen, da haben wir was extrem Spannendes reingebaut. Einerseits Terrain, also Geländedaten, die man einfach laden kann. Sehr viel im Search-Bereich gemacht, also optimiert, User Experience verbessert. Und aber meiner wichtigsten Feature, die Integration von Sensoren. Was heißt das? Man hat schon lange eben Fotos machen können, man hat schon lange externe, hochpräzise GNSS verwenden können. Was man neu mit 2.8, ist die Möglichkeit, auch
andere Sensoren anzubinden. Hier sehen wir, ein bisschen langweilig, weil es nicht bewegt. Ich zeige es mal hier. Bewegt. Jemandem läuft mit so einem Wagen, einem kleinen Wagen, der einen Radioaktivitätsmesser montiert hat, streamt die Daten direkt von seinem Radioaktivitätsmesser an Kuhfield. Kuhfield integriert das Ganze mit Positioning und generiert eine Karte durch eine dynamische, hier wurde noch irgendwas mit Expressions gemacht, wo man die Maximal- und Minimalwerte noch anschaut und es wird so dynamisch eine Karte erstellt, wo man mehr Radioaktivität hat. Und das Interessante am Ganzen ist, dass wir eben nicht gesagt haben, wir bauen den spezifischen Sensor ein, sondern wir haben ein Framework für Sensoren gebaut. Das heißt, wenn ihr irgendeinen Sensor habt, der serielle Daten liefert, könnt ihr es direkt mit Kuhfield verbinden. Und das ist mal nicht wenig. Dasselbe, was wir auch noch in der selben Release gemacht haben, so ein bisschen die Sensor-Release, ist, wir haben IMU erlaubt. Für die, die nicht wissen, was ein IMU ist, ist ein Inertial Measurement Unit, ist was wir hier sehen, ist was, wo ein GNSS weiterbringt, indem man sagt, hier wird den Satellitsignal bekommen und berechnet, aber durch den IMU weiß das Gerät, wo er sich befindet. Er weiß, dass die Stange 2,50 Meter lang ist, kennt seinen Winkel, kennt seine Position, rechnet somit mir den Punkt hier unten. Ich kann von hier dort drüber messen. Ich kann meinen GNSS außerhalb von einem Baum holen. Ich kann einen Schacht, der nicht so erreichbar ist, sehr gut messen dadurch. Und das Ganze haben wir hier gebracht. Funktioniert momentan mit den mit diesem Gerät, also mit ein paar verschiedenen Geräten dieser Firma, die Happy Mini. Wir haben sogar mit ihnen eine extra Version für Kuhfield gemacht, die halb gelb, halb grün ist und nicht nur gelb. Genau, und das ist etwas, was wirklich recht cool ist. Zusätzlich habe ich gesagt, dass eben Global Map Shading haben wir und man kann dann auch den Start-Screen überspringen. Also das heißt, wenn ich immer wieder am gleichen Projekt arbeite, vorher musste ich immer den Projekt auswählen, jetzt kann ich einfach sagen, immer den Projekt öffnen und ich starte Kuhfield, komme mein Projekt direkt. Das letzte Punkt, der sehr spannend war in 2.8, ist, dass die Feature Forms, also die Formulare, die wir haben, jetzt auch die Styling-Eigenschaften, die QGIS hat, respektieren. Vorher war es immer so, dass die so ausgesehen haben, wie wir es vorgesehen haben. Und jetzt könnt ihr im QGIS selber einstellen, dass es irgendwie den Titel anders aussehen soll vom Farmen. Ihr könnt das natürlich mit Expressions managen. Das heißt, ihr könnt sehr spannende, interaktive auch Formulare bauen, die da euch auch entsprechend helfen können. Und da habe ich wirklich Panik gehabt. Also 3.0 war einfach riesig. Das war einen großen Wechsel. Wir haben das ganze Stack im Hintergrund gewechselt. Wir haben hier auf Qt6 gewechselt. Das hat extrem viel Neues gebracht, weil QGIS und Kuhfield sind auf diese Libraries gebaut, diese Qt-Libraries, die sehr viel Grundsache einfach mit sich bringen. Und das Wichtigste, also eine der wichtigsten Sachen, die Qt6 für Kuhfield gebracht hat, ist, dass es einfach alles viel schöner ausgesehen hat, viel besser integriert. Es hat die gleichen Styles vom Telefon übernommen. Vorher hatte man immer überall den Kuhfield, Look and Feel. Jetzt hat man den Look and Feel vom Telefon, den ihr habt.
Das heißt, wenn ihr Dark Mode eingeschaltet habt, wird es automatisch übernommen. Wenn ihr keine Ahnung, ihr eine minimalistische UI habt, die alles eckig macht, wird auch hier übernommen. Also ist viel, viel besser integriert im Allgemeinen, im Allgemeinen Look and Feel vom Telefon. Die Liste hier ist gewaltig. Abgesehen von Qt6, also da musste ich sogar die Features trennen, haben wir dank Qt6 auch Near-Field Communication einbauen können. Das heißt, ich kann jetzt meinem Telefon irgendwoher einen NFC-Tag berühren und bekomme ich die Informationen dazu. QR-Code-Scanner hatten wir schon früher, NFC war noch nicht. Relations, also alles, was von Tabellen, von eine externe Tabelle als Link da ist, sind viel besser geworden, viel besser integriert geworden. Wir zeigen jetzt auf dem Map Canvas die Credits. Also wenn ihr in Qgis sagt, dass diese Karte kommt aus OpenStreetMap und ihr möchtet das zeigen, zeigen wir es jetzt auch in Qfield an. Wir unterstützen Imperial für unsere Kollegen auf der anderen Seite. Es war eine große Feature-Request in andere Länder. Wir haben Point Cloud Profiles gebaut. Was heißt das? Ihr könnt in Qfield Punktewolken anschauen. Hat man schon ein bisschen länger machen können. Man kann jetzt aber auch noch sagen, bei dem Measuring Tool, also beim Messen, kann ich eine Linie darstellen, sieht man hier oben ein bisschen. Und es zeigt mir an, wie lang die Linie ist, was der Azimut der Linie, Segment und so weiter und so fort. Ich kann aber auch den Profil einschalten und ich sehe den Abschnitt, den Querschnitt der Punktwolken-Datensatz, den ich hier oben habe. Das ist Realtime. Ihr könnt bewegen. Zeige ich auch bewegt, das ist viel schöner als hier. Sieht, ich zeichne da die Liste. Braucht ein bisschen Zeit, also nicht extrem lang. Man ist immerhin noch auf dem Telefon mit Point Clouds am Arbeiten. Aber ihr seht, ich kann hier einfach die Linie, ich zeige es noch einmal, die Linie zeigen, ziehen. Bekomme ich all die Informationen, wo ich mich finde, und dazu noch den Profil. Das heißt, dass wenn ich jetzt einen Point Cloud habe, zum Beispiel einen Wald hier oder aber auch eine Stadt, könnte ich ansehen, wie die Frontalansicht sich präsentieren würde. Im Tracking-Bereich haben wir was Neues eingefügt, und zwar einen Safeguard, eine Kontrolle. Was passiert ist ab und zu, dass GNSS einfach springen. Man ist hier für 10 Messungen und plötzlich bin ich dort oben und dann bin ich wieder hier. Ist halt so. Wir haben schon länger Sachen gebaut, wie die Mittlung der Punkte, also ihr könnt sagen, bevor ich einen Punkt erfasse, möchte ich mindestens 20 Messungen haben und diese 20 Messungen sollen mittelt werden. Das war schon möglich bei der Punkterfassung oder bei der Linienerfassung. Und da habe ich auch sagen können, ich möchte Punkte vernachlässigen, die außerhalb eines gewissen Radiums sind. Aber beim Tracken, das heißt, wenn ich jetzt rumlaufe und Qfield im Hintergrund habe und meinen Track aufzeichnet, hatten wir das nicht. Das war natürlich schade, haben wir jetzt eingebaut. Wir können einen Distance Safeguard aufbauen, wo wir dann sagen können, hey, wenn der Punkt über 2 Meter wegspringt, soll man vernachlässigen. Bei der Tracking Session haben wir auch jetzt die Möglichkeit, eine Tracking Session wieder aufzunehmen. Das heißt, vorher war es, ich starte,
laufen, tracken und stoppen. That's it. Danach musste ich eine neue Tracking-Session machen. Das heißt, ich hätte zwei Linien gehabt. Ich kann jetzt eine Tracking-Session wieder starten und diese den einfach weiterverfolgen. Bei der Tracking-Session kann ich verschiedene Sachen sagen. Ich kann sagen, wie oft die Punkte oder die Stützpunkte, wenn ich eine Linie, ich kann ja Linien oder Punkte oder Flächen erfassen beim Tracking. Und da kann ich sagen, jede 20 Meter mal einen Punkt oder einen Stützpunkt setzen, jede 30 Sekunden. Also ich kann da entscheiden, wie ich diese Punkte eigentlich erfassen möchte. Beim Digitalisieren hat es ganz viele neue Sachen. Snapping-Button, man kann jetzt ein- und ausschalten, Snapping. Vorher musste man immer Snapping haben oder kein Snapping haben. Jetzt kann man bei Digitalisieren entscheiden, ob ich schnell was snappen möchte oder nicht. Geometrie, ich kann mit den Volumen-Tasten, also die Tasten, die auf der Seite sind, kann ich Punkte setzen, damit ich einfach laufe und einen Punkt setze. Und wir haben die Möglichkeit, Teil der Geometrie zu löschen. Das heißt, wir können jetzt auch die Geometrie nicht nur ganz entfernen, sondern auch Teile davon zu löschen. Gute 6 habe ich schon erwähnt, das war wirklich ein riesen Wechsel, hat sehr, sehr viel gebracht. Und die letzten Sachen, die in 3.0 noch waren, falls man zum Beispiel Fonts von Google Fonts oder von Open Fonts hat, die werden jetzt einfach automatisch heruntergeladen, damit das Projekt auch so aussieht, wie es gedacht war. Kann man neu auch Features duplizieren, das heißt, ich kann ein Feature auswählen, draufklicken, duplizieren, bekomme ich das Gleiche und die Relationships werden dazu behalten. Neu für iOS-Users werden auch PDFs generiert. Vorher waren die Atlas nur Bilder, weil mit Qt5 hat man nicht PDFs auf iOS generieren können. Das ist was sehr spezifisch für iOS und die UI allgemein wurde einfach viel, viel sauberer. 3.1, die vorletzte Version, da war auch sehr viel drin an neue Feature, dynamische Karten, Animationen, diese sind Canvases, die sich bewegen können, die bewegte Inhalt haben können. Man kann neu bei der Digitalisierung in Standardecken arbeiten, also 45 Grad, 90 Grad und so weiter. Die QML-Kamera fügt jetzt automatisch die Informationen zu den Bildern. Vorher war es möglich, das zu machen, jetzt macht es automatisch. Und wir unterstützen jetzt auch noch eine Variable, die den Kompasswert mitbringt, also die Positioning Orientation. Das ist was wir neu haben. Die letzte Version von Qfield Kongo. Ihr habt vielleicht gemerkt, wir hatten Bergen bei der 1.0, hatten wir Tieren bei 2.0, sind wir jetzt bei Wälder angekommen. Bei 3.2 hat man sehr viel an der Integration mit Qfield Cloud gearbeitet. Da haben wir viel besseres Feedback beim Runterladen, beim Hochladen von Daten, dass man sieht, wie lange es noch geht. Vorher hat man nur gesehen, man muss warten. Jetzt sieht man, wie lange es geht. Und haben wir vor allem die Möglichkeit, automatisch jede 20 Minuten, jede 2 Minuten die Daten hoch zu synchronisieren. Vorher musste man immer klicken und sagen, jetzt pushen. Jetzt kann man einfach sagen, jede Minute, jede 30 Minuten einfach die Daten auch synchronisieren. Das wird alles im Hintergrund gemacht, das heißt, ihr merkt nicht, das passiert einfach für euch im Hintergrund. Der letzte Punkt, den wir auch noch aufgebaut haben, ist
Undo, Redo. Das heißt, ihr könnt was digitalisieren und denkt, ah, nein, doch nicht, einfach einen Schritt zurück. Das ist auch noch sehr, sehr interessant. Das können wir skippen. Das auch. Das auch. Ja, ich habe gesagt, ein Changelog ist riesig. Ich habe schon etwa die Hälfte rausgenommen. Ich habe gedacht, ich lasse, aber die Slides habt ihr, könnt ihr nach, im Nachhinein nachschauen. Qfield hat mittlerweile bald 1 Million Downloads auf Android. Wir sind knapp dran. iOS 80.000, Windows, macOS, Linux wissen wir nicht, weil es einfach zur Download stehen. Wir haben auf Android 270.000 User pro Monat, die aktiv Qfield verwenden, und auf Qfield Cloud sind etwa 60.000 User drauf. Es ist den offiziell empfohlene Geodatenerfassungstool von der United Nations, und falls ihr mehr darüber wissen möchtet, qfield.org findet ihr all Dokumentation, herunterladen und so weiter. Fostodon oder Twitter haben wir auch noch, findet ihr sehr vieles, den wir publizieren, und auf dem Blogpost haben wir auch immer wieder coole Sachen. Was ich auf jeden Fall empfehle, ist mal entweder auf Twitter oder auf Mastodon zu gehen und unser Weihnachtskalender anzuschauen. Wir haben letzten Dezember jeden Tag eine Feature präsentiert mit Videos und so weiter. Das ist wirklich eine recht coole Dokumentation. Danke. Ja, vielen Dank, Marco. Das war super spannend und interessant. Wir haben natürlich viele Fragen aus dem Auditorium online, und vielleicht noch der Hinweis, ihr habt doch einen Stand oben, ja, und da kann man natürlich nachher auch noch zum Fragen vorbeikommen. Yes. Okay, also eine Frage, die sehr hoch gevotet ist: Qfield auf iOS oder Android im Tablet, auf dem Tablet im Gelände, was würdest du da empfehlen? Welches Betriebssystem? Ich würde, es geht nicht um Betriebssysteme, es geht um Geräte. Ich würde mit einem Android-Gerät gehen, weil da finde ich einfach mehr Geräte, die irgendwie ruggedized sind, so ein bisschen standfester sind. Ein iOS-Gerät ist mir zu schön, zu teuer, zum immer im Schlamm mitzuziehen. Nein, das ist sicher ein Punkt. Und wir entwickeln zuerst Android, also wir entwickeln alles cross-compatible, aber die Android hat sicher immer alles, und gewisse Sachen müssen wir dann nachbauen. Zum Beispiel jetzt PDF waren einfach nicht dabei. Und Windows geht ja auch, gell? Windows geht auch, da könnte man mit dem Toughpads noch ruggedizer gehen. Was sicher noch interessant ist, ist, Qfield kann man auch als Desktop-Tool verwenden, wenn ihr jemanden hat, der nicht so viele Tasten will wie QGIS. Vielleicht jemand, der einfach immer wieder ein Projekt anschauen muss, kann man Qfield einfach auf einem Windows-Computer installieren und ganz normal wie QGIS verwenden. Jetzt hattest du vorhin noch eine interessante Neuerung vorgestellt, dass man WhatsApp kriegt mit einem Shapefile und das dann öffnen kann. Geht das auch mit GeoPackage? Ja, ja. Also genau. Ich habe extra Shapefile gesagt. Nee, Shapefile sollte man sowieso nicht mehr brauchen. Es geht grundsätzlich darum, dass Qfield einfach ein Geodatenvisualisierer ist. Wenn ihr auf dem System irgendeinen Geodata, der von QGIS geöffnet werden kann, dann könnt ihr es ziemlich sicher auf dem Telefon einfach öffnen, und Qfield öffnet sich, tut einen OpenStreetMap-Layer drunter, damit es platziert ist, und den könnt ihr sehen. Was ich vorher erwähnt habe mit den Remote-Daten, ist, dass ihr wirklich einen Link kriegt, wo ein Datensatz liegt. Könnt ihr auf den Link klicken, Qfield holt sich den Datensatz und ladet es für euch. Danke. Jetzt habe ich hier noch eine spezielle Frage. Ich denke, das geht nicht. Es wird gefragt, kann man auch die Projekte mit QGIS Server erstellen? Ich denke mal nein, weil QGIS Server ist ja keine Software für QGIS Projekte zum Erstellen. Also nochmal. QGIS Server. Ne? Jawohl. Es fragt jemand, ob man auch Projekte für Qfield mit QGIS Server erstellen kann. Aha, nein, mit QGIS Server kann man nicht Projekte erstellen. Man erstellt sie in QGIS und dann braucht man sie in Qfield und in QGIS Server. Ja. Genau. Gehen auch andere GNS-Empfänger, fragt noch jemand aus dem Online? Ja, also grundsätzlich alle Empfänger funktionieren mit Qfield.
muss man einfach schauen, dass die App, die den Empfänger bringt, auch noch die Daten dann publiziert. Im schlimmsten Fall kann man immer über Mock-Location gehen, verliert man ein bisschen Metadaten. Jetzt frage ich nochmal hier ins Auditorium, jetzt haben wir die Online-Fragen gehabt, hat jemand hier von euch noch eine wichtige Frage, gerade die noch nicht beantwortet worden ist? Danke. Ja, hallo. Gibt es eine Roadmap für weitere Features und wie ist da so die zukünftige Planung bei der Entwicklung? Also, eine offizielle publike Roadmap sind wir am Aufbauen. Es gibt unsere Kenny, wir sind jetzt alles hier am Migrieren, wo wir dann auch alle Requests haben werden und irgendwie upvoten kann, was man so hat. Wir haben eine interne Roadmap, die einfach noch nicht publiziert ist. Es kommen ein paar coole Sachen. Neuerdings, gerade gestern, Windows unterstützt jetzt auch Bluetooth. Das heißt, externe Geräte kann man auch mit einem Windows-Tablet brauchen. Wir haben gerade am Morgen, hat jemand was gefragt, ich weiß gar nicht mehr, was es war. Und wir haben antwortet, ja, es kommt in 2 Wochen. Also es gibt viele Sachen, die passieren. Aber wir haben noch keine öffentliche Roadmap, sind es am Aufbauen. Okay, dann würde ich die Session jetzt mit dem Q-Field beenden. Vielen Dank nochmal, Marco. Und